Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja und du bist auf dem Kanal für Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Das ist der zweite Teil des Videos Tipps für den Alltag mit Neugeborenem und die ersten Tage nach der Geburt. Den ersten Teil werde ich in der Infobox verlinken. Dort haben wir die Themen Säuglingspflege und Babykleidung besprochen. In diesem Teil besprechen wir folgende Themen. Stillen, wie beruhigst du dein Baby, wenn dein Baby schreit und unruhig ist? Und wie baust du eine besonders wertvolle Bindung zwischen dir und deinem Baby auf? Zum Schluss dieses Videos gebe ich dir noch eine Buchempfehlung, was einen besonders guten Leitfaden für die ersten Tage, aber auch eigentlich Monate nach der Geburt darstellt. Ich freue mich auch, wenn du deine Tipps mit uns in den Kommentaren teilst. Deswegen sei aktiv, schreib, wie du deinen Alltag mit deinem Baby gestaltest, was du festgestellt hast, was dir deinen Alltag erleichtert. Solltest du dein Baby stillen wollen, empfehle ich bereits in den letzten Wochen der Schwangerschaft, Boxhornklee-Kapseln zu nehmen. Die Kapseln kann man überall kaufen, im Internet oder bei der Apotheke. Die sind meiner Meinung nach unverzichtbar in der ersten Stillzeit, vor allem wenn du Schwierigkeiten mit Milcheinschuss am Anfang hast. Die Kapseln regen die Milchproduktion an und die sorgen dafür, dass dein Baby ausreichend Muttermilch bekommt. Und wenn wir schon bei der Milchproduktion sind und wie wir die Milchproduktion anregen können, empfehle ich immer begleitend einen losen Stilltee zu kaufen. Dieser Stilltee zum Beispiel hat auch 30% der Boxhornklee drin, was natürlich auch zur Milchproduktion, Anregung von Milchproduktion führt. Darüber hinaus sind hier Anis und Fenchel. Ich finde den super aromatisch und lecker. Es ist natürlich auch Geschmackssache. Die Hebammen auch im Krankenhaus, alle haben den Stilltee von Vileda empfohlen. Ich fand den gar nicht so toll. Ich fand die Wirkung ziemlich schwach und aromatechnisch war das auch sehr schwach. Ich mag eigentlich losen Tee, dann sehe ich, was drin ist. Ich sehe, dass ich tatsächlich Teeblätter drin habe und nicht irgendein Pulver. Und ich habe weniger Abfälle, weil durch diese Teebeutel hat man einfach super viel Müllabfall, was ökologisch nicht so toll ist. Und wenn du beabsichtigst zu stillen, würde ich dir empfehlen, gleich Multimam-Kompressen zu kaufen und die mit ins Krankenhaus mitnehmen. Klar, im Krankenhaus wirst du auch welche bekommen. Die sind auch dort umsonst, aber es war immer so, dass, also aus meiner Erfahrung mit zwei Kindern war das immer so viel los. Ich habe die nie gleich bekommen, sondern ich musste immer wieder warten. Und ich fand eine Packung von meiner eigenen Packung dabei zu haben immer hilfreich. Du kannst die auch ersetzen durch Lanolin-Creme. Die ist genauso wirksam, nur kühlt sie nicht so gut wie die Kompressen. Die Kompressen sind, finde ich, etwas teurer. Lanolin-Creme kannst du günstiger bekommen, kannst du auch im Internet finden. Und die Wirkung ist eigentlich ähnlich. Ich empfehle gleich sowas zu besorgen, Kompressen oder Lanolincreme, weil deine Brustwarzen werden am Anfang sehr gereizt sein. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, bei der das Stillen von vorne gut geklappt hat und keine gereizte Brustwarzen da waren. Immer am Anfang, bei dem ersten Kind, auch bei dem zweiten Kind, ist es ein Gewöhnungsprozess und die Wahrscheinlichkeit ist ganz groß da, dass du wunde Brustwarzen haben. Deswegen ist immer gut, was dabei zu haben, was in eigener Tasche zu haben und unabhängig von Hebammen im Krankenhaus zu sein. Damit dieser ganze Gewöhnungsprozess vom Stillen und vom Baby milder verläuft, empfehle ich gleich, von einer Hebamme dir zeigen zu lassen, wie du dein Baby richtig anlegst. Weil die wunden Brustwarzen kommen von dem falschen Anlegen. Manchmal ist es auch physiologisch, wenn die Frauen bestimmte Brustwarzengrößen haben und so weiter, aber meistens ist es, weil das Baby falsch angelegt wurde. Und du musst echt von vorne schauen, lernen, von Hebammen gezeigt haben, wie du dein Baby richtig anlegst. Das ist sehr, sehr essentiell für dich als Mama, für deine Gesundheit, aber auch für das Baby, dass das Baby richtig trinkt und genug Milch bekommt. Und noch ein Tipp, später wenn du stillst, empfehle ich immer wieder zu stoppen und deinem Baby die Möglichkeit zu geben, immer wieder Bäuerchen zu machen. Am Anfang haben viele Babys mit Koliken und Bauchschmerzen und Blähungen zu kämpfen und wenn du einfach am Stück stillst, schluckt dein Baby zu viel Luft ein und später hat es einfach aufgeblähten Bauch. Wenn du immer wieder während des Stillens stoppst und deinem Baby Bäuerchen machst,
hat dein Baby weniger Luft und vielleicht wird es deinem Baby die Verdauung erleichtern. Und noch eine Methode, wie du dein Baby aufstoßen lässt, das heißt Seated Burp, also das Aufstoßen im Sitzen. Im Prinzip machst du das folgende, du setzt dein Baby etwas hin und formst aus deiner Hand so ein Dreieck quasi und legst das direkt unter dem Kopf von dem Baby. Das Baby ruht seinen Kopf auf diesem Dreieck, ja, wenn du das Baby ein bisschen nach vorne beugst und du machst ganz langsame kreisende Bewegungen. Das Baby ist ein bisschen nach vorne gebeugt und du kreiselst so ein bisschen hin und her. Und ganz oft hat es bei uns einen Bäuerchen ausgelöst und das war eine tolle Methode. Du machst es ganz langsam, kreisende Bewegungen hin und her. Im Krankenhaus werden dir auch Hebammen zeigen, diese Methode, wo du dein Baby zu sich nimmst, das Baby festhältst mit der Hand, die andere Hand umschließt den Oberschenkel und du machst ganz langsam kreisende Bewegungen unten, so dass dein Baby hier ein bisschen Bewegung bekommt in diesem unteren Bereich. Du kannst die Beinchen so hin und her kreiseln, ein bisschen eine Acht machen und so weiter. Und das löst natürlich auch Bäuerchen aus. Auch ein Tipp von mir, wenn dein Baby Koliken hat, ist das Baby nicht parallel zu deinem Bauch zu halten, sondern in 45 Grad Neigung. Das heißt, das Baby liegt ein bisschen angeschrägt. Es ist Bauch an Bauch, wie man empfiehlt, aber es ist, der Kopf von dem Baby ist etwas höher. So ist es einfacher für das Baby, Luft aufzustoßen, falls Luft reinkommt. Und das Baby bekommt einfach nicht so viel Luft. Probier selber, wenn du im Liegen trinkst, ist ganz unbequem, finde ich. Und deswegen achte einfach darauf, dass das Köpfchen von deinem Baby etwas höher liegt. Wenn du nach weiteren Tipps zu Bauchweh im Koliken suchst, verlinke ich mein Video, wo ich ganz viele Tipps gebe, wie wir unseren Kindern die Bauchschmerzen erleichtert haben. Noch ein Thema Stillkissen. Ich finde, man kann auf das Stillkissen verzichten. Manche Hebammen werden wahrscheinlich dagegen schreien. Aber ich finde wirklich, vor allem mit dem zweiten Baby habe ich gar kein Stillkissen benutzt. Wenn du ein Kissen auf deinem Sofa hast oder eigentlich normale Kopfkissen hast, kannst du zwei Kissen unter deinem Ellbogen legen und das Baby auf das Kissen legen und das wird dein Stillkissen genauso ersetzen. Vor allem, wenn du zwei Kinder hast, wirst du bestimmt nicht an einem Ort stillen. Und ich habe das Stillkissen nie mit mir mitgenommen. Ich habe überall gestillt mit dem zweiten Kind, wo gerade das erste Kind war. Deswegen war das nicht immer möglich, das Stillkissen immer mitzuschleppen. Deswegen bin ich jetzt der Meinung, man braucht das Stillkissen nicht unbedingt. Schreib mir bitte in die Kommentare, falls du Stillkissen benutzt, ob du das als ein unverzichtbares Element findest oder könntest du auf dein Stillkissen verzichten. Das würde mich sehr interessieren. Was dein Baby noch in den ersten Wochen und eigentlich Monaten außer Muttermilch oder Flaschennahrung aufnehmen wird, ist Vitamin D. Frag deinen Kinderarzt gleich nach Vitamin D-Tropfen. Normalerweise wirst du ein Rezept für Vitamin D-Tabletten bekommen und ich finde die super unpraktisch. Man muss sie zerkleinern, man muss die irgendwo im Löffel mit Muttermilch oder mit Säuglingsnahrung vermengen und versuchen, das Baby zu geben. Ich finde das nicht sehr praktisch. Mit den Vitamin D-Tropfen finde ich das viel einfacher. Du kannst einen Vitamin D-Tropfen auf deine Brustwarze geben, bevor du anfängst zu stillen. Oder du kannst Vitamin D-Tropfen auf Teelöffel geben und so deinem Baby geben. Ich mag selber keine Tabletten kauen und ich finde, das ist einfach eine einfachere Lösung. Das Schreien des Babys kann die Eltern am Anfang sehr, sehr stressen. Aber denk bitte, bitte denk dran, dass dein Baby schreit nicht, weil es dich ärgern möchte. Es kann eigentlich nichts dafür, dass es schreit. Das Baby schreit, weil es seine Bedürfnisse nicht befriedigt worden sind. Und für die erste Zeit Mama ist es manchmal knifflig und schwierig zu erkennen, was fehlt dem Baby, wieso schreit das Baby. Für mich war am Anfang sehr, sehr hilfreich, so eine Checkliste durchzugehen und zu prüfen, welchen Bedürfnisse von dem Baby befriedigt sein könnten. Und hier ist diese Checkliste. Als erstes prüfst du, braucht dein Baby vielleicht neue Windeln? Dann musst du checken, ob dein Baby Hunger hat. Dann ist das Baby vielleicht müde und schlafen möchte. Hat das Baby Bauchweh, Bauchschmerzen, Koliken? Braucht das Baby vielleicht Nähe von Mama und oder von Papa? Ist das Baby vielleicht am Frieren oder am Schwitzen? Die Liste finde ich ziemlich praktisch, vor allem in den ersten Wochen, wo man noch nicht so gut dein Baby kennt und erst kennenlernt.
einfach diese Liste durchgehen und zu gucken, wieso schreit mein Baby, was könnte dem Baby fehlen. Was auch manchmal sehr gut helfen kann, wenn das Baby unruhig ist und am Schreien ist, das Baby zu pucken. So bekommt das Baby wieder diese Geborgenheit, was das Baby im Mutterleib hatte, dieses Gefühl von der Enge, ja, dass es auch warm und gemütlich war und er hatte wenig Platz. Durch Pucken bekommt das Baby ähnliche Emotionen und kann sich sehr schnell beruhigen und besser schlafen. So, um das Baby zu pucken, brauchst du eine Decke und da kannst du alles Mögliche nehmen. Gut ist, wenn es ein bisschen elastisch ist, sodass du es besser umwickeln kannst, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir formen mit unserer Decke so ein kleines Dreieck. Und dieses Dreieck ist, je nachdem wie groß euer Baby ist, wenn das Baby ist bereits ziemlich groß und lang, dann könnt ihr ein kleineres Dreieck machen. Dann legt ihr euer Baby direkt auf diese Linie, sodass die Schultern von dem Baby sind auf der Linie von diesem Dreieck. Und die Hand von dem Baby, je nachdem wo die Hand ist, ihr könnt das entweder an dem Körper festhalten oder das Baby kann die Hand etwas angewinkelt lassen. Manchmal mögen die Babys einfach die Hände angewinkelt zu haben, damit sie einfach Zugang zu ihren Händen haben. So, und jetzt nimmt ihr dieses Ende und bringt das über das Baby auf diese andere Seite und schiebt das hinter dem Rücken von dem Baby. Dann nimmt ihr dieses Ende und bringt das zu dem Schulter von dem Baby und schiebt das hinter dem Schulter. Zum Schluss könnt ihr hier so eine kleine Spitze formen und die Decke auf die andere Seite rüberbringen und das Baby schön einwickeln. Was in den ersten Wochen auch super hilfreich sein könnte, wenn das Baby unruhig ist, quengelig ist, schreit, ist das weiße Rauschen. Das weiße Rauschen ähnelt wiederum den Geräuschen, was das Baby im Mutterleib gehört hat und beruhigt das Baby. Und das könnte alles Mögliche sein. Es könnten Geräusche von Ozean sein, es könnten Regengeräusche sein, es kann ein Föhn sein, ein Staubsauger. Du musst es einfach herausfinden, was dein Baby am liebsten mag. Und deinem Baby vorspielen und eventuell schläft dein Baby besser ein und hat diese bekannte Geräuschkulisse, was das Baby innerhalb von 9 Monaten im Mutterleib hatte. Die Babys, die kommen auf diese Welt und das Erste, was sie empfinden, ist eigentlich deine Berührung. Du nimmst das Baby hoch, du nimmst das Baby auf deinen Arm, du legst das Baby an zum Stillen, du wickelst das Baby, du berührst das Baby die ganze Zeit. Und das ist etwas, was das Baby die ganze Zeit spüren und das ist etwas, was sie das erste Mal von dieser Welt erfahren. Wie möchtest du diese Erfahrungen gestalten für dein Baby? Manchmal vergisst man das, dass die Babys ganz zart sind und man nimmt das Baby vielleicht viel zu schnell hoch und man wickelt das Baby ganz schnell, ohne nachzudenken, dass es ganz zartes Wesen ist und man vergisst einfach die zarte Hände zu nutzen. Und das ist mein erster Tipp, was super wichtig ist, finde ich, für die Bindung zwischen dir und deinem Kind, für seine ersten Erfahrungen. Nutze zarte Hände. Du kannst es dir auch immer wieder sagen. Zum einen nutzt du zarte Hände, zum anderen erzählst du deinem Baby, was du gerade machen wirst. Das Baby soll nicht nur Empfänger sein von irgendwelchen Aktivitäten, sondern auch ein aktiver Teilnehmer. Es ist gut, wenn du das Baby auch vorwarnen kannst, was gerade passieren wird. Zum Beispiel, du kannst sagen, ich nutze zarte Hände, ich hebe dich hoch und wir werden dich jetzt wickeln, weil dein Windel voll ist. Du kannst es immer deinem Baby erläutern und erklären, was gerade passieren wird. So wird das Baby mehr Sicherheit haben, das Baby wird auch wissen, was mit ihm jetzt getan wird. Und das Baby hat mehr Vertrauen und vor allem, du erinnerst dich selber, dass du die zarte Hände nutzen wirst. Und manchmal kannst du dich einfach an die Stelle von deinem Baby versetzen und überlegen, wie würde es dir gehen, wenn du in dieser Welt von Erwachsenen wärst und die würden einfach irgendwas mit dir tun und du würdest überhaupt nicht verstehen, was genau passiert, was gerade passiert, was machen wir als nächstes, wieso heben sie mich jetzt hoch, wieso drehen sie mich, wieso schmeißen sie meine Beine nach oben und so weiter. Und so empfangen wir meistens unsere Babys. Wir in unserer Welt sind ziemlich schnell und wir denken vielleicht nicht immer dran, einfach langsamer zu sein, unsere Bewegungen zu verlangsamen und wirklich durch die Berührungen dem Baby
die Liebe und die Geborgenheit zu bieten. Und dadurch müssen unsere Hände entsprechend zart, soft, nicht sehr ruckartig sein und die Bewegungen entsprechend nicht sehr ruckartig sein. Deswegen denke dran und wenn du das Baby wickelst, versuch dein Baby in diesen Prozess einzubeziehen. Du fragst dein Baby, darf ich dich jetzt wickeln oder darf ich dir jetzt diese Hose anziehen? Du kannst es auch deinem Baby zeigen und du wirst es sehen, dass dein Baby dir antworten wird. Wenn du auf die Antwort wartest, wenn du nicht zu schnell bist, wenn du wirklich versuchst, mit deinem Baby Kontakt aufzubauen und zu kommunizieren, kann dein Baby tatsächlich in dem kleinsten Alter antworten mit dem Nicken, mit dem Augenzucken und einfach mit einem Lächeln vielleicht. Und du wirst es sehen, dass du auch mit einem Baby, was noch nicht unsere Sprache beherrscht, trotzdem kommunizieren kannst. Mehr darüber erfährst du in dem Buch von Magda Gerber, Ein guter Start ins Leben. Das Buch empfehle ich wirklich als eine praktische Anleitung für die ersten Wochen, für die ersten Monate. Die Buchautorin Magda Gerber ist die Gründerin von dem Ansatz RAI, Resources for Infant Educators. Educarer ist eigentlich auch ein Wort, was sie erschaffen hat. Und das ist eine Kombination zwischen Education and Care. Viele Ansätze sind nicht nur an Eltern gerichtet, sondern auch an die Erzieherinnen. Aber genauso gut kannst du als Eltern, eigentlich viel mehr kannst du als Eltern daraus ziehen, weil die ersten Monate verbringst du mit deinem Baby. Und es ist einfach essentiell, diese besonders gute Bindung zwischen dir und deinem Baby aufzubauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte vergiss mir nicht, Daumen hoch zu drücken, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, falls du noch kein Abonnent bist. Ich freue mich sehr auf eure zahlreichen Rückmeldungen und ein Feedback. Für nächste Woche habe ich ein Video vorbereitet über positive Disziplin, worüber ich schon so lange rede, aber noch kein Video dazu gemacht habe. Und ich freue mich sehr auf dieses Video. Ich freue mich, auch dich in diesem Video zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.